Patientin hatte Brustkrebs und ihr Hauptproblem war damals ein Zugschmerz in den Arm, eine Bewegungseinschränkung in der Schulter und die große Bauchnarbe, die ihr einfach beim Sitzen, Gehen unangenehm war. Es war ein großes Spannungsgefühl im Bauch da. Und da kam ich dann auch schon mit der normalen Therapie, also mit der normalen manuellen Lymphdrainage, an meine Grenzen. Durch meine Tätigkeit im Wittlinger Therapiezentrum kannte ich ja bereits die Tiefenoszillation und war froh, dass ich sie dann in der täglichen Praxis auch anwenden kann. Und im Januar 2009 habe ich mit Eigengewebe Brustaufbau machen lassen, mit den Lymphen, habe große Probleme gehabt. Aus der Bauchhaut wurde das Eigengewebe entnommen und damit die Brust rekonstruiert. Oft kommt es da zu Komplikationen und zu Verwachsungen, die wir dann gut mit tiefen Oszillationen behandeln können, bearbeiten können. Hier seht ihr das Deep Oscillation Personal Pro der Firma Physiomed. Das ist meins, mit dem arbeite ich in der täglichen Praxis. Es ist handlich, man kann es einfach von Kabine zu Kabine mitnehmen oder auch zum Hausbesuch mitnehmen. Wir nutzen die gute Tiefenwirkung. Entweder wir arbeiten mit zwei Applikatoren gleichzeitig. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Auch hier wieder kreisförmige Bewegungen für den gezielteren Einsatz in der Therapie. Auch können wir mit Handschuhen arbeiten. Hier kann man großflächig arbeiten und man hat eine gute Kontaktfläche. Fühlt sich für den Patient angenehm an. Man kann sich gut der Bauchdecke anpassen. Ich sage immer, das geht bis nach innen, bis in den Magen so. Also das vibriert einfach und es ist anders. Und es ist einfach hinterher lockerer, es ist viel leichter. Man kann den Applikator auch für die Eigenbehandlung nutzen. Hierzu zeigt man dem Patient, wie er das zu Hause tun kann. Kreisende Bewegungen mit Druck- und Schubrichtung, leichte, gleichmäßige Kreisbewegungen. Einfach in der Handhabung und auch, wie ihr gesehen habt, können die Patienten das für zu Hause anwenden oder zu Hause anwenden. Das ist ein großer Vorteil, auch wenn ich weiß, der Patient ist im Urlaub oder sonst was, er kann es einfach mitnehmen und ich kann dadurch die Behandlungen effektiver gestalten. Der Thorax ist vorbehandelt, jetzt kommen wir zum Arm. Am Arm arbeiten wir unterstützt mit der Tiefenoszillation. Die beiden Applikatoren müssen in Bewegung bleiben und man arbeitet mit Druck zum Körper hin und leicht kreisende Bewegungen. Mit den Handschuhen können wir uns gut den Strukturen des Armes anpassen und auch hier wieder gut gleichmäßig arbeiten. Schubrichtung geht immer zu den Fingerspitzen zu und nach unten hin den Druck etwas nachlassen. Kreisförmige Bewegungen und so den ganzen Arm durcharbeiten. Ich bin zufrieden mit der ganzen Behandlung. Vor allem mit meinem Brustkrebs und auch die Bauchnarbe und der Arm. Also ich fühle mich sehr, sehr gut. Wir hatten in kürzerer Zeit ein effektives Behandlungsergebnis. Das heißt, der Zugschmerz im Arm wurde weniger und auch die Verspannungen vom Bauch konnten sich sicht- und tastbar lösen. Seitdem kommt die Patientin durchschnittlich einmal die Woche zu mir zur Behandlung. Nach wie vor kombiniere ich die Therapie, also normale manuelle Lymphdrainage, mit Tiefenoszillation und wir können so den Zustand der Patientin gut erhalten. Für mich ist es ein großer Bestandteil in meiner Behandlung, den ich mir einfach nicht mehr wegdenken kann und der für mich einfach die Effektivität in den einzelnen Behandlungen massiv steigert.